zusammen, heute habe ich meine Monatsfavoriten für euch und ein Produkt ist dabei, worüber ich gerade eben erst ein Video gedreht habe, was ich aber so toll fand und es euch auf jeden Fall in diesem Video zeigen möchte. Aber ich kann natürlich nicht sagen, dass das mein Monatsfavorit ist, weil ich es erst gerade eben kennengelernt habe. Aber reden wir nicht so lange um den heißen Brei, es geht jetzt los. Was ich diesen Monat wirklich durchgehend verwendet habe und was ich im Laufe der Zeit etwas mehr lieben gelernt habe, ist ein Produkt, was ich schon länger verwende, wo ich aber einen Trick gelernt habe und deshalb viel, viel lieber verwende und jeden Tag und immer wieder verwenden möchte, ist von The Balm Bahama Mama. Benutze ich zum Konturieren, so sieht das Ganze aus. Und zwar gibt es da ein Video von der lieben Tara. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Das Video werde ich euch verlinken. Da habe ich gesehen, was sie so macht mit der Nase, wie sie die Nase konturiert. Und deshalb habe ich mit diesem Produkt jetzt viel, viel mehr Spaß und benutze das durchgehend. Ich trage das Ganze mit so einem Pinsel auf. Bekommt ihr bei DM. Ist jetzt wirklich sehr dunkel. Ich benutze diesen Pinsel aber auch wirklich nur für Bahama Mama. Anschließend verblende ich das Ganze an der Nase mit so einem Verblenderpinsel und benutze das auch wirklich ausschließlich nur für die Nase. Also jetzt nicht für die Augen verwenden und dann auch noch an der Nase, dann ist das nicht so gut. Auf jeden Fall ist das ein Produkt, was ich schon lange habe. Aber durch diese zwei, drei Tricks, die mir die Tara da in dem Video gezeigt hat, benutze ich das wirklich viel, viel lieber. Ich werde versuchen, euch die Produkte in die Infobox zu setzen mit den Links, wo ihr dann online bestellen könnt. Bei denen Produkten, wo es geht, werde ich das machen. Wenn ich das Produkt nicht gefunden habe, müsst ihr dann selber schauen. Vor kurzem war ich in London und da habe ich mir zwei Sleek Paletten mitgenommen. Und zwar einmal die Oh Natural Palette, so sieht die aus. Und seitdem verwende ich die wirklich nur noch. Die haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Ich bin mir sicher, dass ihr schon öfter von den Sleek Paletten gehört habt. Aber diese Palette ist wirklich sehr, sehr schön. Für den Alltag, aber auch für etwas dunklere Looks, finde ich wirklich sehr cool. Da sind matte Farben drin, so helle matte Farben, die man im Alltag verwenden kann. Aber auch drei sehr glitzerige Farben. Und die Farben haben wirklich etwas Besonderes. Wenn ihr die Farben auftragt, dann merkt ihr, die haben wirklich eine gute Qualität. Und deshalb ist das auch ein Monatsfavorit von mir, habe ich wirklich, seitdem ich in London war, jeden Tag verwendet. Dann habe ich mir im Juni einen Lippenstift von MAC gegönnt. Und zwar ist das die Farbe Relentlessly Red. So sieht die Farbe aus. Darauf wurde ich wirklich ein paar Mal angesprochen. Ich liebe diese Farbe. Ich weiß nicht, ob ich sie euch schon mal gezeigt habe, aber ich habe sie in diesem Monat so oft verwendet. Wenn ich sie euch schon mal gezeigt habe, tut es mir leid, aber ich liebe diesen Lippenstift. Darauf wurde ich öfters angesprochen. Schaut euch die Farbe mal an. Die MAC-Lippenstifte kosten um die 20 Euro. Dann habe ich vor kurzem noch von der lieben Steffi ein Lippenöl geschenkt bekommen. Ihren Kanal findet ihr in der Infobox. So sieht das Ganze aus. Das ist wirklich ein Öl, fühlt sich aber auch nicht so pappig an auf den Lippen. Ich habe mir mal Olivenöl auf die Lippen gemacht und das hat sich etwas komisch angefühlt. Das Ganze fühlt sich wirklich sehr gut an, hat eine gute pflegende Wirkung, riecht ein bisschen nach warm, also so nach Sonne, Schwimmbad. Es riecht nach Sonne, Schwimmbad und Sommer. Dann habe ich ein Produkt, was ich von der lieben Tara geschenkt bekommen habe. Und das ist wirklich etwas, wo ich morgens aufgestanden bin und mich darauf gefreut habe, meine Haare zu machen, weil ich endlich das Produkt verwenden wollte. Das ist wirklich etwas, worauf ich mich morgens immer gefreut habe. Und das schaffen nicht viele Produkte. Und zwar ist das ein Haaröl von Jutina Hair Care, das Serum Magique Multiserum, so sieht das aus. Ich benutze das in den trockenen Haaren und bei mir reicht ein Pump vollkommen aus, aber weil das so gut riecht und sich so gut anfühlt, kann ich mich nicht zurückhalten und verwende dann zwei Pumpstöße, wobei ich dann merke, dass das dann zu viel ist für meine Haare. Aber das Ganze riecht wirklich wunderschön und lässt ein Gefühl von... Kennt ihr Produkte, wenn man die verwendet, dann fühlt man sich irgendwie teurer, also so wertvoller, als hätte man irgendwas sehr, sehr Teures verwendet. So ein Produkt ist das. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, was ich meine. Das ist wirklich etwas,
was mein Herz innerhalb von kürzester Zeit schneller schlagen lassen hat. Das ist wirklich etwas, was ich mir auf jeden Fall auch nachkaufen würde, weil ich nur einen Pumpstoß davon brauche. Sehr ergiebig. Dann etwas, was ich schon mal vor ein paar Monaten euch gezeigt habe. Und zwar ist es ein Duft von Gucci Guilty. Das Blöde an dieser Verpackung ist, dass hier immer so ein Fleck entsteht. Ich weiß nicht warum. Ich benutze meinen Duft meistens, nachdem ich die Bodylotion aufgetragen habe. Dann habe ich immer noch etwas Creme an den Händen. Aber ich kann es einfach nicht zurückhalten. Ich muss mich eincremen und dann benutze ich erst Parfüm. Und was ich mal gehört habe, wenn ihr Bodylotion aufgetragen habt und dann erst... Hallo! Wie viel hast du gekauft? Meine Schwester ist gerade da und das hat sie gekauft. Ja, jetzt bin ich raus. Also, auf jeden Fall ein Duft, was ich euch empfehlen kann. Das Blöde an der Verpackung ist nur, dass die Farbe hier irgendwann abgeht. Aber das ist wirklich ein Duft, was sehr weiblich ist, aber trotzdem sommerlich riecht und trotzdem nicht zu aufdringlich ist. Aber was man auch im Winter tragen kann. Also ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr mal bei Douglas seid, hier dran schnuppern. Und dann wisst ihr auch, wie ich immer rieche. Ein Produkt, was ich wirklich, seitdem ich es habe, jeden Tag zweimal verwende. Einmal morgens und einmal abends. Die Rede ist vom Micellenreinigungswasser von Garnier. So sieht das aus. Ich habe diese Packung hier. Und zwar ist das für trockene und empfindliche Haut. Jetzt gibt es die auch in so einer kleinen Form. Kann man sehr gut zum Mitnehmen dann kaufen, wenn man unterwegs ist und nicht so ein Riesenteil mit 400 ml mitnehmen möchte. Ist wirklich etwas, was ich jeden Tag verwende. Allerdings benutze ich das nicht zum Abschminken direkt, sondern ich verwende erstmal ein Waschgel und danach, wenn dann noch was an den Augen zurückbleibt, noch hängen bleibt oder noch Make-up-Reste auf der Haut sind. Deshalb benutze ich das hier. Das nimmt dann wirklich alles nochmal, was zurückgeblieben ist, noch runter. Dann habe ich noch eine App für euch. Und zwar werde ich sehr oft gefragt, wie ich meine Videos auf Instagram bearbeite. Und zwar ist das nur eine App. Die App heißt Brightcam, so sieht das aus. Ihr sucht euch ein Foto aus, so, und dann gibt es hier unten, also meistens mache ich einmal hier oben das Ganze so, dass ich das im Vollmodus habe, Vollbildschirm, und dann gibt es hier einmal die Option Beautify, da könnt ihr dann Light, Smooth, Mild oder Tender wählen, dann sieht die Haut ein bisschen makelloser aus. Und dann benutze ich sehr oft hier diese Glows. Das sind dann so kleine Lichtdinger, die man dann so sieht. So kleine Bällchen oder so kleine Herzchen. Das ist wirklich sehr, sehr leicht gemacht und sieht sehr schön aus. Ist auch kostenlos. Ich werde sehr oft auf Insta gefragt, deshalb wollte ich das mal hier mit reinpacken. Macht einfach nur einen Filter drauf, wo man dann die Pickelchen und so nicht so gut erkennt. Schaut es euch mal an. Ist nicht zu übertrieben. Ich mag die Apps nicht, wo man so übertrieben viel ändern kann. Das reicht mir schon, wenn ich einen Filter drauflegen kann, so dass die Haut ein bisschen mehr smooth aussieht. Und das reicht mir dann auch schon aus. Und diese kleinen Lichtreflektionen finde ich super. Die sehen auch wirklich sehr schön aus. Sieht so aus, als hättet ihr euch viel Mühe gegeben, wobei das nur 2-3 Klicks sind. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was eure Monatsfavoriten sind. Das hilft mir wirklich sehr, denn einmal habe ich euch nach einem Eyeliner gefragt und da habt ihr mir sofort geholfen. Und dadurch habe ich auch den Eyeliner gefunden, mit dem ich wirklich sehr gut zurechtkomme. Und zwar von Catrice, Dating Joe Black heißt die Nummer, glaube ich. Und komme damit wirklich sehr gut zurecht und bin froh, dass wir uns hier so austauschen können, dass jeder was davon hat. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!